Kannst du jetzt noch ein Ding drauf werfen im Pokéball? Nee. Aber haben wir EP bekommen dafür? Ich hätte in der Luft einmal draufballern sollen, dann hätten wir die EP gekriegt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Spaß. Schade, dass er gar nichts gechoppt hat. Das ist wieder so ein Schnellreisepunkt. Da, und Gummus ist auch neu. Stimmt. Gummus. Gummus hier, ne? Auch richtig süß. Der kann Samen verstreuen. Samen. Schwache Medizin, Goldmünzen und Pfeile. Pfeile bin ich immer dabei. Veteran. Aber ich muss nicht mit dem kämpfen. Das sind Kremes. Chikipi. Es gibt einen Dodge in dem Game. Wie? Immer noch keine richtige. Danke, Regine. Was war das? Das Huhn vielleicht? Ja, nee, keine richtige Hose, aber wir können immer noch. Können immer noch. Ging mir aber auch gerade so. Vor allem SCRG ist halt jetzt nicht so weit hergeholt, ne? Hast Was gesehen, ist da Maxi? drin? Das ist wieder so ein Teil, mit dem man irgendwas Kannst du mit verbessern dem kann. Typen reden? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss mal gucken. Da ist. Ja. Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Du bist wohl von außerhalb. Na, ich habe damit kein. Nee, ich habe damit kein Problem. Aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals fangen. Ja, that's the plan. Für die ersten 10 gefangenen Pals einer Spezies bekommst du sogar mehr EP. Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Palladium-Bruchstück. Nice. Ah, ne, Palladium heißt Geh das. noch mal rein. Was ist das da? Okay, ich gehe nochmal rein. Da hinten ist eine Truhe gewesen. Chikipi. Ja, das noch was Blaues. Das ist wieder so ein Eintrag-Ding, das wir vorher nicht gelesen haben. Notiz eines Schiffbrüchigen. Die gucken wir uns später alle mal zusammen an. Ich habe doch vorhin. War das das da, was ich vorhin gesehen habe, oder was? Ich glaube, das war das. Ja. Spielt ihr zusammen? Nee, leider nicht. Wir würden es gerne zusammenspielen, aber ich spiele auf dem Xbox Game Pass und dies geht leider noch nicht Crossplay, weil wir haben ja nur einen PC. Sonst könnt ihr die Maxi auf der Xbox spielen, das wäre halt so geil. Aber es wo soll wohl Crossplay dazukommen. Schlammschuss gelernt, geil. Ja, naja. Ist schon mies ohne PC. Ja. Aber wir sind sparend. Jo. Was geht ab, Koro? Willkommen zurück, Koro. Und warst du erfolgreich? Hey, das ging aber fast. Schnellste RL-Quest ever. Was ist das? Schau mal, Daydream. Das sind, glaube ich, nur nachts aktive Pokémon, oder? Warum Hast du sind da. nicht? Was ist das da? Das heißt wahrscheinlich Geist oder so. Männlich und weiblich. Nein, das meine ich nicht hier. Links neben der 4. Achso. Absol einfach, was geht? Ich will so ein Daydream, glaube ich. Boah, sie sehen voll cool aus. So im Dunkeln vor allem. Traum. Ah, Traumvergnügen. Schon. Ja, ich finde echt auch, die sehen echt cool aus, Richmond.
gesehen? Was meinst du? Pass auf. Vielleicht jetzt damit. Aha. So, ich habe immer. So, ich habe hier einen Pal, der sich das Bein gebrochen. Was mache ich denn da nur? Hey, schau mal, ein Beil. Du kannst die auch ins Bett schicken, dann heilen die. Regine, gibt dir. Hey, na, wie läuft's? Was geht ab, Ray? Wie geht's dir? Sie macht Zeitflips. Hallo Ray, na? Alles supi bei Schön, dir? dass du da bist. Alles tutti-futti? Schaut doch auch gerne mal beim Ray vorbei, der spielt ganz viele Games tatsächlich. Von Genshin Impact über Zelda-Spiele, über Monster Hunter World. Ach, der hat letztens Pokémon Snap gespielt, Das hat Sekiro mir und übrigens sehr so gut gefallen. weiter und Pokémon so Snap bin ich fort. echt ein Fan davon. Das ist so ein Spiel, das kann man cool zuschauen. Genau. Ansonsten probieren wir gerade hier dieses Palworld. Palworld aus. Ist bis jetzt, also wir sind erstaunt, wie gut es läuft. Hätten wir gar nicht so erwartet, tatsächlich. Gucken wir mal den. Ah, Mann, jetzt habe ich schon wieder einen Ball verschmissen. Hier, wenn dieser Perl im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir magischen Geschossen Schutzhilfe. Was? Hat er das gerade gewone-shottet? Hast du den Damage gesehen? Gib dir den Damage. Pass auf. Brauch irgendeinen Perl. Habt ihr den Damage gesehen? Der hat einfach gerade Chicky-Piggy one-shottet. Naja, wann und wie ich was spiele, werde ich überdenken. Ist im Moment zu viel Besonderes da. Ich das auch noch wenigstens einmal spielen will. Oh, ja gut, ist doch voll gut, wenn du gerade auch so viel Bock hast und so viel Gutes da ist. Maxi, gib dir das jetzt, okay? Ja. Ah, da war es jetzt nicht so viel Damage. Ach so, wahrscheinlich wegen Schwäche. Du Idiot! Deswegen habe ich den vorhin rausgeholt, weil ich gedacht, zurückgeholt, weil ich gedacht habe, ja, der One-Shot hat mich. Wie lange folgt er mir? Regine, weißt du schon, wie lange die. Da ist eine Eule. Hukrates? Maxi, Hukrates? Ich weiß nicht, ob du jetzt noch schon kämpfen kannst. Die Musik ist auf jeden Fall noch da. Ja, aber das ist vielleicht Foxpax. Fang die doch. Hukrates, meinst du? Ich glaube, du kannst Fox auch fangen. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich die Eule verpasst. Da ist er, Ja, Hukrates. Pokémon Snap wird immer mal wieder zwischendurch kommen. Will auch jetzt mehr wieder privat spielen. Aber ja, Überstundenabbau ist auch mal fein. Oh. Der fuck hat der. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man privat oder im Stream spielt. Ja, das stimmt. Hab ich keine. Ich habe keine Pelzwellen mehr. Interessiert dich eigentlich diese Art von Game? Oder dieses Game, Ray? Du bist ja eigentlich auch so ein Pokémon-Mensch. Sehr. Also wir sind echt erstaunt, wie gut es läuft. Da war wieder ein Plinfer. Ja, ein Penguin.
würde es eigentlich gerne fangen, das Sokrates, aber ich habe keine Welle mehr. Musst du wohl heute mal machen. Mach ich jetzt, ja. Ich will es ja später noch spielen. Ach so. Ja, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, aber das mit diesem Marmorrest, das hat mich jetzt gerade schon ein bisschen überfordert gerade. Ich habe gedacht, das reißt mich in Fetzen. Aber es ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Wenn das Monster oder wenn das Pell da drin steht, dann wird's getriggert und geht auf mich los. Nice. Hallo Lamball. Tschüss Lamball. Gib mir deine Erfahrungspunkte, Lamball. Ich brauche eine Waffe. Kannst doch bestimmt schon wieder eine neue machen. Aber du solltest eigentlich das Geschirr farmen, ne? Brauchst dafür noch Leder und ich weiß nicht, ob du jetzt schon genug von diesen Flammen hast. Ciao, Lamball. Gib ihm. Bin gespannt, wie es ist, mit anderen Leuten da zu spielen. Bestimmt cool. Ich wünschte, ich könnte mit Maxi spielen. Meine Waffe ist schon wieder broken. I'm so Ja, du sorry. kannst doch nichts dafür. Ja, Keiner ich kann habe da was halt keinen dafür. PC. Ja, gerade dafür kannst du nichts, weil wir haben keinen zweiten PC. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Dein ist mein. Aus. Der, Der wie, Bugs Bunny. ja, Bugs Bunny. Wie war dein Tag sonst so, Ray? Aber das Daydream, das gefällt mir auch richtig gut. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was das kann. Das kann sammeln, Handwerk und Transport. Oh, das ist cool, ne? Richtig. Oh, das braucht doch viel zu essen. Geh mal auf Team. Da klebt mal drauf, was das für eine Fähigkeit an sich hat. Ach, das ist dieses Düsterball. Düsterball, der macht ultra viel. 40 Schaden steht jetzt mal dran. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Die machen 30. Aquajet. Eisrakete. Also Daydream finde ich jetzt richtig cool schon. Und ich muss mir jetzt dann gleich dieses Hukrates. Einfach Hukrates, eine Mischung aus Hut. Was war das? Oh nein, was ist das? Achso, er macht wahrscheinlich einen Stein kaputt. Schau mal, Maxi. Ja, oh krass. Der Pinguin arbeitet. Achso, das ist ein Ass. Das ist ein feindliches. Tja, hat sich schnell erledigt, würde ich sagen. Ist das Gummus von mir? Ja. Das ist mein Gummus, ja. Mich auch entspannt. Was? Ach, hab mich entspannt. Schwellung am Auge ging gut zurück. Glaube einfach mal, mehr Entspannung hat gut getan. Werde erstmal viel überdenken, was Work-Life-Balance angeht. Ja, Work-Life-Balance wichtig. Das ist eine sehr gute Sache, dass du das überdenken möchtest, Ray. Gesundheit ist eine der wichtigsten Sachen und wir wertschätzen sie erst richtig, wenn sie weg ist. Leider. Zu viel Stress nie gut. So, dann machen wir mal hier jetzt. Ich habe irgendwo dieses Blatt schon mal gelagert. Hier. Das dahin. Die Steine waren eigentlich draußen, dachte ich. Das Money kommt hier rein. Hier ist eine schwache Medizin. Cool. Dann Giftdrüse. Holz kommt auch draußen hin. Schöner Satz. Hab gerade einen Energy getrunken, weil keine Zeit für Nickerchen. Zucken am Auge hab. Ja, das ist halt echt problematisch, Es kommt also. meistens von Stress. Ja. So, das kommt hin, das kommt hin. Aber es gibt noch keinen. Ich ziehe alles rüber, was reingehört, ne? Nee, das kommt rein. Ihr müsst da wirklich aufpassen, dass ihr euch alle selbst nicht zu viel Stress macht, ne? Und wenn es auch blöd klingt, aber wenn es euch nicht gut geht, es gibt immer die Möglichkeit vom Krankschreiben lassen. Nehmt euch eure Zeit, eure Gesundheit ist un. Also, es kann man auch nicht mit Geld aufwiegen. Das kriegt ihr nie wieder.
Hab erstmal letzte Nacht 10 Stunden geschlafen. Nickerchen, das ist wichtig. Ja, Mann, 10 Stunden sind aber krass, ne? Ich halte das für ein Gerücht. Und hier, warte mal, hab gerade gelesen, was die Fähigkeit vom Pinguin ist. Beste. Schau mal nach. Eisdüse, Perlsaft, was ist denn die Fähigkeit hier? Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust. Was wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pengulett als Munition verschießt? Beim Aufschlag explodiert Pengulett und wird kampfunfähig. Lol. Ah, krass. Hallo, Res. Welcome back. So, auch mal weg. Kleinen Snack geholt und versucht, einen abgebrochenen Schlüssel zurückzuholen. Das geht mit, macht man doch immer mit dieser Ding. Das ist geil, wird halt mit diesen Klebedingern von den Klebepistolen. Das funktioniert ganz cool. Ja, dafür war jede Nacht letzte Woche zu kurz. Ja, bei mir ist auch jede Nacht zu kurz, Ray. Das ist aber nicht gut. Die sind nicht gut. Immer schön schlafen, sehr, sehr wichtig. Also Pingulett finde ich bis jetzt echt krass. Und die Fähigkeit ist auf jeden Fall zerberstend, würde ich sagen. Kann auf Befehl mit als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Der macht mehr Gewicht, das ist gut. Miau! Hukrates brauche ich jetzt auf jeden Fall. So, jetzt Du habe ich noch nichts musst noch gehabt. die Pokébälle machen. Ich habe, genau, Dankeschön, Maxi. Ich muss auch insgesamt mal meinen Scheiß hier leer. Oh, was ist das? Federhaarschmuck, schau. Hübsche Haarnadel aus Federn schützt Schützt möglicherweise. möglicherweise irgendwie vor tödlichen Kopfverletzungen. Du hast jetzt 9 Sklaven. Nice. Hab mit dünnen Schraubenziehern und einer Zange versucht, aber keine Lust, mich da jetzt so lange ranzusetzen, fühle ich. Ja. GZ Maxl. Maxl. Wo bleibt er denn jetzt? Heißkleber, Dankeschön. Heißkleber, Dingsbums, genau. Oh, das dauert ja ewig. Das dauert legit ewig. Deswegen Work-Life-Balance wieder aufbauen. Da werde ich auch mal schauen, wie ich das mit dem Streams Nachmittagsschlaf kochen und wichtig mal Kontakt zu Menschen mache. Ja, da haben wir halt einen klaren Vorteil, aber ich verstehe das auf jeden Fall. Was kann man alles craften in dem Spiel? Boah. Also ich habe gerade gelesen, aus dem Pinguin kannst du eine Panzerfaust machen und ihn schießen als Geschoss. Dann ist hier irgendwo, warte, ich zeig's dir, hier Fox Parks. Aus dem hier kann ich einen Flammenwerfer machen. Nimmt sie dann in die Hand. Ne? Es gibt ganz normal, kann ich hier zum Beispiel, das ist das erste, was ich jetzt habe, ganz normal Haus bauen. Funktioniert besser als in Ark übrigens. Aber ist auch nicht schwer. Ja, es gibt viel. Dann gibt es jetzt hier, momentan haben wir so ein Beet gebaut. Da werden Früchte drin, Beeren drin gepflanzt. Und daher, dass wir Gummus, das hier, das macht quasi, das sät hier aus und Pingolett macht Wasser drauf. Das gießt es halt, ne? Dann gibt es hier haben wir eine Reparaturbank. Da kann ich meine Gegenstände reparieren, was ich jetzt auch tun muss, mal kurz. Hä? Okay, genau, so kann ich meine ganzen Gegenstände reparieren. Bogen gibt es natürlich. Hast du das vorhin jetzt mitgekriegt, Regine? Mit, schau mal hier. Alles wieder voll. So, dann packe ich das mal da rein. Also, es gibt ist standardmäßiges Survival-Game vom Aufbau her. Kann alles craften irgendwie. Es gibt auch noch ein paar Fehler, wie zum Beispiel hast du gerade gesehen hier. Wenn ich sortiere, dann ist einfach alles wieder gut. So, dann fresse ich das mal einfach ganz rein, damit das weg ist. Vielleicht brauche ich dann noch eine Kiste. Gelatini ist auch voll süß, Maxi. Ich hack das einfach rein so. Das Brot nehme ich mal mit. Die Giftdrüse, genau, wo packe ich denn die hin? Ich bräuchte mal. Ach ja, vielleicht sollte ich dann auch Pokécatch sagen, machen, wenn ich sage, schon, dass ein cooles Pokémon ist, ne? Diese Sturmgewehr und Panzerfaust gefällt mir irgendwie nicht im Spiel, passt irgendwie nicht zum Setting. Ja, Ja, aber das vielleicht bockt es ja doch. verstehe ich auf jeden Fall. Aber mir ist jetzt aufgefallen, da gibt es dann auch so, gab es vorhin so einen Überfall und dann kommen